Ja, moin moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft No Name. Und wir haben letzte Folge das Dach ein wenig gebaut, waren mega am Fighten, sind zwei, dreimal fast gestorben. Und die Musik läuft immer weiter, immer weiter. Ich habe sie jetzt während dem klitzekleinen Cut, der bei mir jetzt gerade 5 Sekunden dauerte, nicht pausiert. Es läuft weiter und weiter. Und wir machen auch instantly weiter mit dem Hausbau, damit ich zumindest ein Dach über dem Kopf habe und nicht immer die ganzen Spinnen hier reinspringen können. Weil das ist absolut nicht geil. Haben wir letzte Folge gesehen, wie knapp das war. Und deshalb hauen wir einfach mal ein Dach drüber. Und hier unten den Baum noch. Das machen wir mal weg. Hier den Baum. Und zack. 18 Stück. Das wird nicht reichen, denke ich. Es ist ein Stack und 8. Ich muss mich um die Essensversorgung kümmern. Und ich denke, ich gehe mal das Dorf looten. Es tut mir leid, wenn jetzt viele geschrieben haben, nein, mach's nicht. Ich nehme die Videos direkt hintereinander auf. Und deshalb kann ich leider noch keine Kommentare eingehen, weil das Video. Jetzt, das folgt jetzt Schlag auf Schlag. Ich mache vielleicht Pausen von 10 Sekunden oder so und dann geht es auch direkt weiter mit Aufnehmen. Zack, 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 zack. Hopp, 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 hopp. Ah nein, das reicht mal wieder nicht. Aber wir können ja vorerst den Boden so lassen. Und wir kümmern uns lieber um das Dach, um die Dingens, um die Beleuchtung. Wo ich denke, mit Glowstone arbeiten werde. So ein bisschen Glowstone im Boden oder so, oder hier in der Decke im zweiten Obergeschoss hier oben. Das wäre richtig nice. Jetzt ist hier auf jeden Fall stockduster. Das heißt für uns, wir gehen Holz farmen. Aber erstmal gehen wir hier hinten hin, in diese Richtung, jetzt blitzt da oben. Das ist nur ein kleiner Grafikbug. Das ist kein Gewitter in Minecraft. Das ist einfach nur Grafikbug. Hier ist sehr viel Sand. Hier ist ein Berg. Hier sind Berge. Nice. Das wird dann richtig geil aussehen. Wenn wir hier. Ich will ja riesig bauen. Ich will ja richtig groß bauen. Ihr seht jetzt, wo mein Haus ist. Das möchte ich hier alles bebauen. Solange halt die FPS stabil laufen, aber ich glaube, das wird ewig so sein, dass die FPS stabil laufen. Weil das ist eine 1.8.9. Da kam kein Riesen-Update und deshalb läuft das relativ. Oder was heißt relativ? Das läuft richtig gut. So, hier haben wir. Wir machen einfach hier das Dorf platt. Wir überfallen das jetzt einfach. Nehmen das Weizen mit. Ganz, ganz wichtig. Teil lasse ich euch. Gucken wir mal, was für Felder ihr noch habt. Ich habe mal Weizenfeld jetzt abgefarmt. Was bist du für einer? Oh nein, du bist mir zu teuer. Und tschüss. Was haben wir hier noch? So ein Brunnen? Haben wir irgendwo noch ein Feld? Das sind Blümchen. Nein, wir haben kein Feld mehr. Aber eine Schmiede haben wir hier. Na, gucken wir mal, was der liebe Schmiddi hier für uns hat. Oh! Nice! Diamanten, Eisenschwert, Dreiviertel Eisenrüstung und Eisen. Richtig krass hier. Jetzt sind wir ausgerüstet. Jetzt kann uns kein Skelett mehr was. Jetzt haben wir eine Top-Ausrüstung. Ich cutte doch nochmal hier das ganze Feld. So, jetzt habt ihr nichts mehr hier. Haha. Ach, wisst ihr was? Ich bin ja nicht so. Drei behaltet ihr. Jetzt gehen wir wieder nach Hause. Er war richtig nice. Obwohl, was heißt nach Hause? Wir scheppern jetzt mal hier durch die Wälder. Scheppern die Bäume kaputt. Und nehmen das gescheppert Holz einfach jetzt mit nach Hause. Und verbauen es bei uns. Oh. Oh. Mein HP ist unten. Ich verhungere. Es heißt einmal hier. Das verbauen. Hier Werkbank. Hier Weizen. Das heißt Brote. Jetzt
Friss, was das Zeug hält, mein Freund. Friss, 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 was das Zeug hält. Yes. Voll, jetzt dürft das Leben wieder regenerieren. Jawohl, das macht es auch, wie auf Befehl. Und wir fällen einfach Bäume jetzt. Jetzt wird gefällt. Ja, das ist jetzt so ein bisschen meine Musik, die ich mir jetzt rausgesucht habe. Das war jetzt einfach so ein random Remix, den ich mir jetzt rausgesucht habe. Wenn ihr wollt, Link dazu ist in der Beschreibung, könnt ihr ihn auch anhören. Ich verwende im Moment kein Texture Pack. Kann das sein? Doch, 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 ich habe schon ein Texture Pack drin. Ne? Das ist aber einfach faithful, das ist einfach nur smoother Texturen der Werkzeuge, der Items. Ach komm, ich hau immer gegen den blöden Birkenbaum, den brauche ich doch gar nicht. Ich brauche hier diese Bäume. Ah, das ist wieder schön 6er, jetzt wird es wieder duster hier, jetzt wird es wieder dunkel. Das heißt für mich, Heimweg wird angetreten. Weil ich möchte jetzt nicht sterben mit, wie viel? 37 Holz dabei. Aber die ersten Mobs sind schon gespawnt. Das heißt für mich, Vollgas nach Hause. Bevor wir hier noch sterben. So, jetzt mein Mikrofon wieder gerichtet. Hier muss ich noch eine Brücke bauen, muss ich mir merken. Oh, nicht drüber springen, das ist lebensgefährlich. Ey, das sieht nice aus. Dann lege ich oben noch Holz, das wird dann auch geil aussehen. Ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine mit Holz legen. Jetzt muss ich aber erstmal hier. Zack, zack, machen wir mal zwei Stück. Also zweimal Holzkohle. Ich mache nochmal eins sicherheitshalber rein. Falls es gebraucht wird. Das wird auf jeden Fall gebraucht. Und zack, das wurde wirklich gebraucht. So, zweimal Holzkohle macht achtmal Fackel. Achtmal Fackel heißt Licht in der Butze. Ich muss hier tatsächlich sehr viel Licht machen, damit hier auch wirklich nichts spawnt. Aber im Moment spawnt wirklich noch überall was. Hier ist noch richtig dunkel. Hier wird es jetzt noch richtig dunkel. Zack, 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 Button. Dach ist zu. Damit kommt jetzt hier keine Spinne mehr rein und kann es einfach so überfallen. Ja, machen wir instant weiter mit dem Boden. So, ich weiß nicht, wie viel genau ich machen kann. Ich weiß nur, damit ein Zombie durch mein Fenster guckt. Der belästigt mich irgendwie so ein klein wenig. Aber, na gut, der lässt mich, solange die Tür zu ist, lässt er mich ja in Ruhe. Dann, von mir aus kann er sich da hinstellen, kann den ganzen Tag, kann rumheulen, kann rumstrampeln. Ich mach die Tür jetzt einfach nicht auf. Fertig, einem Zombie mache ich die Tür nicht auf. Ich mach nur Mitspielern die Tür auf. Da liefen eben ein paar Pferde am Fenster vorbei. Jetzt hier bei mir. Okay. Na gut. So ist es halt. Da laufen halt mal ein paar Pferde. Okay. Muss ich hier erstmal alles wegkloppen. So, hier. Das bisschen hier noch weg. Das kommt noch weg, das kommt noch weg. Ja, da bin ich jetzt hier problemlos auch die Wiese hier rausnehmen kann, um einen schönen Boden zu haben. Erstmal, die Musik ist geil. Ich weiß jetzt nicht, wie laut die ist. Aber ich glaube, das dürfte ja gehen von der Lautstärke her. Jetzt ist mir die Schaufel kaputt gegangen. Och man, jetzt ist die Schaufel kaputt.
Ah, komm, wie viel Holz habe ich denn überhaupt noch? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, 11, 12, 13, 14. Okay, nice. Okay, das hat schon mal gut gereicht. Noch einmal so viel, wir haben den Boden hier unten auch schon fertig. Aber jetzt. Hui, kommt der denn her? Oh lol. Gut, dann lauf halt einfach durch die Tür. Einfach mal Creeper schlagen. Zack. Oh, hey. Hey. Lasst mich in Frieden. Wir können jetzt nicht rennen gehen. Verdammt. Ja, das heißt mal wieder ein bisschen warten. Gucken wir mal, wie weit der Mond ist. Erst Mitternacht. Das heißt, aber wir haben Diamanten. Aber das heißt erstmal jetzt ein bisschen warten. Wir schmeißen mal ein Ei. Einfach mal ein Ei geschmissen. Ist auch nichts gespawnt dabei. Wäre jetzt was gespawnt, wäre sehr ärgerlich gewesen. Aber, naja. Dann halt einfach ein Ei geflogen. Hier hinten muss noch was hin. Das ist ein sehr, sehr mickriges. Na, was heißt mickriges? Ach, doch, doch, sehr, sehr mickriges Light Level. Müssen wir nochmal hier rumschauen. Ich werde auf jeden Fall einen Balkon bauen. Nur wohin? Ja, da kommt der nächste. Nur wohin baue ich den Balkon? Das ist die große Frage. Ah, jetzt kommt der Creeper. Kommt noch ein Zombie? Ey, wo wohnen wir denn hier? Im Monstergebiet oder was? Hier wimmelt's ja richtig. Okay, ich weiß nicht, was der beim Haus will. Ich weiß auch nicht, was der jetzt von mir will. Und tot. Mal sehen, wie viele Etagen ich noch mache. Hier das Haus, das wird jetzt erstmal so eine Anfangsputze werden. Keine Ahnung. Wo machen wir denn eigentlich den Balkon hin? Weil ich möchte ja jetzt dann das Holz hier legen, oben drauf. So, damit man es auch sieht. Also hier oben drauf, hier einsetzen, dann zack, 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 zack. Damit es liegen tut. Das heißt, nicht stehen das Holz, so wie es jetzt aktuell hier hängt. Das liegt dann wirklich. Wir platzieren mal wieder neue Bäume, wenn ich könnte. So. Einmal, zweimal, dreimal. Wie viele Bones haben wir? Zack, 18 Mal. Einmal, zweimal und dreimal. Passt, perfekt. Können wir jetzt so schön vor der Haustür abfarmen. Können auch vor der Haustür anpflanzen und noch mehr. Jetzt mit. Das Farmhaus, da konzentriere ich mich auch noch drauf. Das wird ein schönes, riesiges Gebäude. Jetzt haben wir erstmal das Holz eingesackt. Jetzt könnte ich den Boden rein theoretisch fertig machen. Aber ich möchte euch mal demonstrieren, was ich mit dem Hinlegen meine. Und zwar so, damit das hier so läuft. Aber natürlich nicht so, sondern hier so. Dann läuft das hier so, so, dann läuft das hier so weiter und so weiter und so weiter. Nur halt, dass das hier dann so ist und hier halt eine Ecke frei ist. So. Und wir dann halt einfach so das jetzt einmal hier ringsherum ziehen und dann einfach so. Ich baue jetzt halt mal so dekorativ wie möglich. Alles, was an Deko geht, klatsche ich jetzt mal hier an die Bude dran, um zu sehen, wie begabt ich denn noch bin. Weil ich habe das lange nicht mehr gemacht mit dem so bauen. Deshalb mal schauen. Da habe ich ihn doch gesehen. Da habe ich ihn doch gesehen.
Kaputt. Da ist er kaputt. Da kommt doch direkt der nächste an. Der will bestimmt auch gekillt werden. Ah ja, wenn das will, dann kriegt das. So, weg ist er. Jetzt. Eichenbäume. Da gibt es nur die klitzekleinen hier. Gefällt mir nicht so ganz. Aber hey, Hauptsache irgendwelche Bäume. So, wir gehen mal etwas tiefer rein, denn hier kommen schon eher die Bäume, wo ich mich einfach hinstellen kann, einfach abbauen kann. Ja gut, das war's auch schon mit der Holztour. Ohne Axten mache ich nicht weiter, weil das dauert so Ewigkeiten. Und flieg mein Ei. Vorm Haus aufgeklatscht. Aber ist auch nichts herausgekommen. Leider. Sehr leider, leider. Und Freunde, wenn ihr wollt, schlagt mir mal Texture Packs vor, die ich verwenden soll. Ich werde sie auf jeden Fall reinmachen und mir auf jeden Fall anschauen. Jetzt werde ich auf jeden Fall hier weiter erstmal meine Bahnen hier ziehen mit dem Holz. So und so. Schaut mal. So, jetzt gucken wir erstmal, wie das von außen aussieht. So, und jetzt nochmal zurückzukommen auf das Texture Pack. Denn ich suche ein neues Texture Pack. Ich finde, das ist etwas, das verwende ich jetzt schon monatelang, jahrelang sogar. Man, das sieht doch nice aus, oder? Wenn jetzt da drüber dann noch das Holz kommt, muss ich aber nochmal vier hochbauen. Naja, kriegen wir schon hin. Das kriegen wir alles noch hin. Jetzt muss ich hier erstmal. Oh, jetzt muss ich mal oben einen Stamm klauen. Oder zwei. Naja, wir gehen gleich erstmal Stein holen. So. Und da liegt ein Apfel. Ich gehe mir jetzt hier mal einen Stamm klauen. Brauche nämlich wieder hier davon ein paar. Okay, jetzt habe ich 8 Stück. Wollte ich gar nicht. Egal. Egal. Wir haben ja genug Holz hier um uns herum. Deshalb ist uns das ja relativ. Egal. Und jetzt erstmal hier. Komm, fall runter hier. Oder ich hol dich so. Ist noch ein Apfel. Schupp. Und schon haben wir wieder Essen. Wir müssen auch direkt essen. Jetzt können wir wieder rennen hier. Und ich versuche jetzt den Cobblestone zu holen. Eventuell auch Kohle. Kohle wäre nicht schlecht. Aber. Oh, wo ist hier Kohle? Das ist die Frage. In dem riesen Loch da ist ja nichts, kann man sagen. Hier, ich spring noch mal runter. Aber diesmal etwas kürzer. Hier ist gar nichts, kann man ja sagen. Okay, hier geht es noch ein kleines bisschen rein. Hier geht es auch wieder runter. Jetzt muss ich mal nah an den Monitor, weil ich habe dunkel eingestellt. Und hier ist Kohle. Aber auch nur eine Kohle. Oh, Freunde, was haben wir denn hier? Eine Höhle. Nice, jetzt müssen wir aber erstmal wieder zurück. Und hier den Stein ab, müssen jetzt nach Hause. Nicht nur, weil die Folge langsam zu Ende geht, sondern HP ist Low Level over 9000. Da ist nichts mehr. Oder so gut wie nichts mehr an HP da. Das heißt für uns Heimreise, die sehr, sehr kurz ist. Hier, na gut, mit Laufen dauert es natürlich ein bisschen. Aber wir haben ja noch Brot hier. Und schon können wir heimsprinten. So, ich behalte die Kohle mal hier. Ich wollte eigentlich Kohle für Fackeln sammeln jetzt. Aber komme ich runter. Oh Mann. Und dann kein Leben. Einfach kein Leben, nichts. Ich denke mir so, okay, dann halt nicht. Na gut, das patchen wir trotzdem mal hier rein. Damit ich es auch nicht vergesse. Hier oben, das sieht wirklich geil aus. Von außen sieht das natürlich noch besser aus. Aber nun denn, wie mache ich denn das mit dem Holz?
Soll ich das wirklich so lassen? Moment, das gucken wir hier. Soll ich das wirklich so lassen? Muss ich oben drüber aber höher bauen. Oder ich setze einfach das ganze Holz hier eins runter. Dann sieht man das zwar unten, glaube ich mal. Nein, da sieht man das zwar nicht. Oben sieht man es auch nicht. Ja, okay, dann setzen wir alles nochmal eins runter. Aber lass es mal kommen. Die dritte Folge ist geschafft von Minecraft No Name. Danke, dass ihr euch die angeschaut habt. Lasst ein Like da, bitte, ein Abo, wenn ich euch überzeugen konnte. Mit meinem Projekt, mit dem Kanal, mit meiner Laune. Und ich verabschiede mich von dieser Folge Minecraft No Name. Bis dahin, reingehauen, Freunde. Ciao, ciao.